keine weiteren Fragen sind oder wenn ihr die wieder nachher aufheben wollt, bitten wir Harald Weinberg, Mitglied des Deutschen Bundestags für die Linken, uns sozusagen zu berichten und quasi aus dem Nähkästchen oder wie sagt man früher, an der Quelle saß der Knabe und vielleicht kann er uns da einige erhellende Worte dazu sagen. Dankeschön. Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, vielen Dank für die Gelegenheit, hier ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Was die Frage halt eben aus dem Nähkästchen betrifft, das ist ja schon gesagt worden, es gibt für die Parlamentarier auch in Deutschland keine Möglichkeit, die Texte einzusehen bislang. Der Parlamentspräsident Lammert hat jetzt einen Brief verfasst und auch abgeschickt, wo er das sozusagen heftigst kritisiert und einfordert, dass diese Art des Umgangs mit einem Parlament, einem demokratisch gewählten Parlament, nicht angehen kann. Wir sind sehr gespannt auf die Antwort und was da jetzt passieren wird und ob uns die Gelegenheit gegeben wird, endlich auch Einsicht zu nehmen in die Texte, vor allem natürlich in die Texte des ausverhandelten Freihandelsabkommens CETA. Das ist ja das, was sozusagen nochmal am wichtigsten wäre an dieser Stelle. Ich will das mal so zusammenfassen, was im Moment halt, wenn man so will, auf der politischen Bühne in Berlin passiert. Man kann es, wenn man es auf den Punkt bringen will, gerade von Seiten der Bundesregierung und von Seiten der Koalitionsparteien, so nehmen, dass sie sagen, TTIP, CETA, das ist auf jeden Fall die richtige Antwort. Aber was war verdammt nochmal die Frage? Was wir erleben, das ist ja gerade auch schon gesagt worden, ist eine ganze Menge an Nebelkerzen, die jetzt geworfen werden. Es wird verschleiert, es werden sozusagen Kompromisse gemacht. Es ist ja gerade schon dargestellt worden, das will ich gar nicht wiederholen. Wir haben es im Rahmen einer kleinen Anfrage auch nochmal versucht, halt eben abzuklären, was hat sich da denn wirklich geändert, auch in den CETA-Texten. Da wird ja beispielsweise behauptet, der regulatorische Rat könne nicht eingreifen in die nationalen Gesetzgebungskompetenzen. Und es hat sich herausgestellt, dass uns die Regierung an dieser Stelle komplett belügt. Weil sie antwortet, es ist so, dass sozusagen die nur Empfehlungen geben können. Wenn man sich den Text allerdings anschaut, der ja inzwischen halt eben auch veröffentlicht ist bei CETA, weil er sozusagen geleakt worden ist, dann steht dort drin, dass sie nicht nur Empfehlungen geben können, sondern dass sie auch Entscheidungen treffen können über zukünftig zu regulierende Aspekte. Das heißt, es wird gelogen, dass die Balken biegen. Aber ich möchte eins nochmal auch deutlich betonen, weil dieser Zungenschlag ja immer mal wieder drin ist, dass es sozusagen gegen Amerika ginge und Amerika da sozusagen über uns herfallen würde. Erstens möchte ich betonen, das hat nichts mit Anti-Amerikanismus zu tun. Es geht hier um die Interessen transnationaler Konzerne, und zwar europäischer transnationaler Konzerne wie amerikanischer transnationaler Konzerne, gegen die jeweiligen Völker. Und da müssen wir ja auch nochmal zur Kenntnis nehmen, ich glaube, das ist ja hierzulande auch viel zu wenig bekannt, dass inzwischen in den USA der Widerstand dagegen extrem wächst, in erster Linie gegen das transpazifische Abkommen, das TPP, hier kaum bekannt in der Diskussion. Aber zunehmend auch gegen das TIPP, also das Atlantische Abkommen. Wir haben am 14. September letzten Jahres 2014 anlässlich einer UNO-Gipfelkonferenz zum Klima eine Demonstration mit 400.000 Teilnehmern in New York gehabt, die auch sich gegen die Freihandelsabkommen gewandt haben. Und wir haben in den USA die Situation gehabt, dass der Präsident und die Präsidialverwaltung, also die Regierung, gerne ein sogenanntes Fast-Track-Verfahren gehabt hätte. Das heißt also, dass sie sozusagen verhandeln und entscheiden können, ohne Repräsentantenhaus und ohne die anderen Kammern zu hören. Wir haben gleichzeitig die Situation, dass in den Kammern ja wir eine republikanische Mehrheit haben inzwischen. Das muss man ja sehen. Und es ist gelungen, durch den Druck, der aufgebaut worden ist, dass dieses Fast-Track-Verfahren nicht kommt, dass es keine Mehrheit dafür gegeben hat. Insofern muss alles auch durch die jeweiligen Parlamente, auch in den USA, und wird natürlich halt eben auch durch den Widerstand ziemlich heftig bekämpft. So, und es ist ja gerade gesagt worden, das NAFTA-Abkommen sei sozusagen der Vater der Freihandelsabkommen. Ich würde noch ein bisschen weiter zurückgehen und würde sagen, die Mutter
der Freihandelsabkommen, das war der Augenblick, als europäische Schiffe in Amerika angekommen sind und Glasperlen gegen Gold getauscht haben. Und ich denke, das muss man auch immer wieder sich vor Augen führen. Freihandel, das ist im Moment zumindest nichts anderes als ein Herrschaftsinstrument zur Öffnung anderer Märkte, ein imperialistisches Herrschaftsinstrument der Zentren des Kapitalismus. Und ich möchte auf eines nochmal hinweisen, das ist ein paar Mal schon gesagt worden, aber hier liegt sozusagen, ich glaube, es ist schon mal wichtig, da die Wiederholung auch nochmal zu machen. Wichtig ist auch, dass wir jetzt CETA, dass wir uns auf CETA konzentrieren, dass die Ratifizierung da nicht stattfinden kann. Warum? Weil es real so ist, dass in CETA ja bereits diese ganzen Schiedsgerichte und alles drinsteht und jetzt es darum geht, dass das ratifiziert werden soll. Wenn das ratifiziert werden würde, dann würde es zumindest für die amerikanischen Konzerne die Möglichkeit eröffnen, über CETA überall in die Schiedsgerichte auch reinzukommen, weil nahezu alle amerikanischen Konzerne haben Niederlassungen in Kanada. So, und zu diesen ganzen Fragen Schiedsgerichte möchte ich noch eine Sache, weil sie mir so gefallen hat, zitieren. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, den Stieglitz, US-Ökonom und Nobelpreisträger. Der hat letztens in einem Interview gesagt, wenn er so über die Freihandelsgeschichten und über diese Schiedsgerichtsverfahren was hört, dann muss er immer an Asbest denken. Dann ist er gefragt worden, ja, wieso Asbest? Dann hat er gesagt, früher wussten wir nicht, dass Asbest gefährlich ist. Dann entdeckten wir, dass es tötet. Heute müssen Asbesthersteller die Leute entschädigen, deren Leben sie zerstört haben. Der Logik des Investitionsschutzes in TTIP nach, sollen wir nun Asbesthersteller dafür entschädigen, dass sie niemanden mehr töten. Wir sollen ihnen zu Profiten verhelfen, die sie erzielt hätten, wäre es weiter erlaubt gewesen, Menschen umzubringen. Ich glaube, das in der Klarheit bringt nochmal die ganze Absurdität dieses Schiedsgerichtsverfahrens und dieser ganzen Verfahren insgesamt zum Ausdruck. Und zum Schluss möchte ich nochmal ein bisschen was sagen zu der Situation, in der wir insgesamt stehen, halt eben, auch vor dem 10. Oktober. Es gibt eine, die ist ebenfalls geleakt worden, eine Selbsteinschätzung der TTIP-Befürworter. Und diese Selbsteinschätzung besagt, sie hätten die erste Runde in der öffentlichen Auseinandersetzung verloren. Sie geben in dieser Selbsteinschätzung zu, dass es ein großer Fehler gewesen sei, die Europäische Bürgerinitiative zu verbieten, weil darüber im Prinzip sozusagen über den Hebel es nochmal bekannter gemacht worden ist insgesamt. Und wir sind ja kurz davor, 3 Millionen Unterschriften zu haben europaweit. Wir haben, glaube ich, inzwischen über 20 Länder, wo wir halt eben das Quorum auch entsprechend erreicht haben. Also inzwischen ist da sozusagen die Bewegung deutlich weitergegangen. Und Sie kündigen da dann an in dieser Selbsteinschätzung, dass Sie jetzt sozusagen neue Studien in Auftrag geben müssen, die halt Ihre Ergebnisse erbringen und dass Sie eine Offensive machen müssen. Genau das erleben wir derzeit. Wir erleben ja zweierlei. Wir erleben eine Offensive in Richtung sozusagen der Propagierung von Freihandel und wir erleben ein gewisses Zurückgehen und Zurücknehmen von alten Positionen. Das ist auch schon ein Ausdruck unseres Drucks gewesen. Das muss man real so auf den Punkt bringen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das sozusagen vor Augen führen. Und ich glaube, wir haben eine reale Chance, CETA, TTIP und auch TISA zu verhindern. Und zwar deswegen, und das sage ich nochmal in aller Deutlichkeit, weil den Parteien, die das sozusagen vorantreiben in Deutschland, CDU, CSU, SPD, weil denen sozusagen die eigenen Bataillone weglaufen und gespenstig gemacht werden. Das ist sozusagen das, was für sie am schlimmsten ist. Der Klaus Ernst, mein Kollege, der erzählt dann immer die Geschichte halt eben, dass er in Traunstein war, mit dem Ramsauer zusammen bei einer Veranstaltung auch zu TTIP halt eben und dass dann sozusagen der Ramsauer gesagt hat, ja, das Ganze ist sehr, sehr problematisch. Er kommt ja aus Traunstein, das ist sein Wahlkreis. Das ist deswegen so problematisch, weil da plötzlich die Bauern, die eigentlich meine Wählerinnen und Wähler sind, gegen TTIP und TISA und CETA aufstehen. Und das sind nicht irgendwelche linken Spinnerten, sondern das sind sozusagen meine Wählerinnen und Wähler. Und ich denke, genau da müssen wir hinkommen. Wir müssen sozusagen deren eigenen Wählerpotenzial erreichen. Und das erreichen wir auch. Und wir erreichen es jetzt auch am 10.10. Lass uns eine machtvolle Demonstration dahin bringen und lass uns dann gucken, dass wir CETA, TTIP und TISA stoppen. Vielen Dank. Hey.